Ja, hallo, ihr Lumpen. Kleine Ansprache am Anfang. Und zwar danke ich Saria und meinem Freund Kevin, die mir beide kurze Sprachaufnahmen für das kommende degenerierte Filmchen zur Verfügung gestellt haben. Saria kennt ihr vielleicht, ihr Channel ist in der Beschreibung verlinkt. Kevin ist nicht verlinkt, er macht keine Videos, aber er soll sich gegrüßt fühlen. Ja. Des Weiteren bin ich ab diesem Freitag, bis Mittwoch, den 21.07. im Urlaub. Und das Battlefield-Info-Video habe ich auch nicht vergessen. Das wird auch noch kommen. Wirklich. Und jetzt viel Spaß, ihr Lumpen. Und nehmt den Scheiß nicht so ernst. Danke. Lufthansa verzichtet auf sehr geehrte Damen und Herren. Die Lufthansa will alle berücksichtigen und verwendet nun genderneutrale Sprache. Zur Begrüßung soll es künftig einen guten Tag oder ein herzlich willkommen an Bord geben. Wie es zu diesem Entschluss gekommen ist, sehen Sie in folgender Amateuraufnahme, die mir aus seriöser Quelle zugespielt wurde. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei der Lufthansa. Wir befinden Warum uns auf haben Sie dem Weg. Damen zuerst gesagt? Das ist sexistisch. Entschuldigen Sie, wir wollen selbstverständlich keine Unannehmlichkeiten verursachen. Sehr geehrte Herren und Damen, willkommen bei der. Ich identifiziere mich als Basketball. Ich weiß nicht, was ich heute bin. Ich bin eine Mikrowelle. Und was ist mit uns Wölfen? I identify with wolves because I'm a wolf. Falls wir von der Lufthansa Gefühle verletzt haben sollten, bitten wir Sie um Verzeihung. Es tut uns aufrichtig leid. Wir von der Lufthansa stehen selbstverständlich für Toleranz, Weltoffenheit und Gleichstellung und heißen alle Passagiere des heutigen Passagierinnen, innen, Sie scheiß Sexist. Oh ja, Lufthansa Cancel. Absolut keine Benachteiligung beabsichtigt. Warte doch lediglich mein Ruhe bitte. Ich steige sofort aus! Es tut mir wirklich sehr leid. Das wird leider auch nicht möglich sein. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Wie Sie sehen, befinden wir uns bereits in der Luft und... Scheiße. Oh, Scheiße! Er wurde ins Triebwerk gesucht! Transphobie ist schuld an unserem Tod! Ja, genau! Immerhin sterbe ich als queere Aktivistin. Non-binary, wir haben ja da nichts Ende.